jetzt blicken wir nach Liverpool. Und nein, wir sind nicht beim Fußball, sondern beim, Sie sehen es, Turnen. Elisabeth Seitz, sie streckt da ordentlich die Finger aus, die gebürtige Heidelbergerin. Das ist nämlich die Weltmeisterschaft aktuell in England. Und Eli Seitz selbst hat gute Chancen auf eine Medaille. Sie hat sich nämlich für das Finale am Stufenbarren qualifiziert. Es wird dann auch die einzige Chance auf eine Medaille für sie sein, denn mit dem Team haben die Frauen den Einzug ins WM-Finale verpasst. Seitz selbst freut sich auf drei weitere Tage in Liverpool, auch wenn sie ja mittlerweile fast 29 Jahre alt ist und, wie sie selbst sagt, wie eine stolze Mama im Team. Aber immerhin, sie wird am Samstag 6 Jahre älter als die nächstjüngere Teilnehmerin sein und ganze 13 Jahre älter als die jüngste im Feld. Wie geht sie in diesen besonderen Wettkampf? Max Fischer hat mit ihr gesprochen. Bereits zum 10. Mal geht Elisabeth Seitz bei einer Turn-Weltmeisterschaft an den Start. Elisabeth, wie schaffen Sie es denn seit so vielen Jahren konstant auf diesem Level zu touren? Naja, die erste Antwort, die ich geben kann, ist, mein Körper macht es vor allem mit. Ich habe Spaß daran, hart zu arbeiten, hart an mir zu arbeiten und zu trainieren. Und ich habe vor allem auch diesen Spaß an dieser Sportart. Und deswegen bekomme ich weiterhin nicht genug davon. Jetzt bei der Turn-WM in Liverpool sind Sie ja die mit Abstand erfahrenste Turnerin im deutschen Team. Sie haben sich selbst als Team-Mama bezeichnet. Was haben Sie denn da für besondere Aufgaben inne? Ja, den größten Unterschied, den ich jetzt zu meinen Teamkolleginnen bei dieser WM habe, ist, dass die alle zum ersten Mal dabei sind. Ich hingegen zum 10. Mal bei den Weltmeisterschaften. Das heißt, ja, wie so eine WM abläuft, gerade auch nicht nur im Wettkampf selbst, sondern alles drumherum, das kann ich einfach schon in- und auswendig. Und da habe ich den Mädels einfach gesagt und dem Voraus, fragt mich alles, was ihr fragen möchtet, damit, wenn ihr im Wettkampf steht, so viel beantwortet ist, wie es nur geht, damit ihr nicht irgendwie verunsichert seid oder die Aufregung noch größer ist. Weil am Ende bei einer WM im Wettkampf zu stehen, ist schon aufregend genug. Und da sollten dann alle Fragen im Voraus geklärt sein, die man klären kann. Und dafür habe ich mich vor allem zur Verfügung gestellt und das wurde auch ganz gut angenommen. Sie sind immer noch als einzige Nation jetzt mit Langanzügen an den Start gegangen, jetzt auch zuletzt im Teamwettkampf, um eben ein Zeichen gegen die Sexualisierung des Turnens zu setzen. Wie sehr sehen Sie denn den Kulturwandel in Ihrem Sport schon fortgeschritten? Wir sind mittendrin. Wir haben auf jeden Fall ein großes Zeichen gesetzt, nicht nur gegen sexualisierte Gewalt im Sport, sondern auch einfach, um ja eine Wahl zu haben und Athleten eine Wahl zu lassen. Und das ist eben auch unser Zeichen, dass wir vor einem Wettkampf, dass nicht klar ist, dass wir diese kurzbeinigen Turnanzüge anziehen müssen, sondern dass wir uns entscheiden können. Und ja, Turnen ist ja mehr als, ich sag mal, nur der Hochleistungssport, nur eine Weltmeisterschaft, sondern in Deutschland zum Beispiel ist es der zweitgrößte Verband. Dementsprechend gibt es so viele Turnerinnen auf unterschiedlichen Niveaus, die vielleicht sich nicht immer danach fühlen, knapp geschnittene Anzüge anzuziehen. Und auch in, ja, auch die möchten wir ja ansprechen. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass wir schon einige erreicht haben, dass es schon viele langbeinige Turnanzüge gibt, die auch bei Wettkämpfen getragen werden. Und dementsprechend weiß ich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, dass es auf jeden Fall vorangeht. Und auch wenn wir jetzt bei Weltmeisterschaften das aktuell nur bei uns sehen, ist das für mich völlig in Ordnung. Ein Kulturwandel braucht Zeit und trotzdem sehe ich schon Fortschritte und freue mich da besonders drüber. Jetzt feiern Sie am Freitag Ihren 29. Geburtstag. Am Samstag steht der Endkampf im Stufenbarren-Finale an. Wie hoch ist denn die Chance, dass Sie sich da selbst mit einer Medaille beschenken, auch wenn Sie im Vorfeld eine Corona-Infektion durchmachen mussten, im Vorfeld der WM? Ja, also mein Fitnesslevel ist leider nicht optimal. Also ich kann nicht sagen, ich gehe da ja perfekt vorbereitet in dieses Finale. Letztendlich geht es immer von null los. Es kann alles passieren. Gerade der Turnsport hat es immer wieder schon bewiesen. Und aufgrund dessen, dass es halt eben von null losgeht, sage ich auch selbst, ich möchte einfach meine Übung gut durchtouren. Und am Ende kann tatsächlich eigentlich alles mal rauskommen. Trotzdem möchte ich nicht sehr auf Punktzahl und Platzierung achten, sondern erstmal war es jetzt schon ein Riesenerfolg, in dieses Finale zu kommen, gerade kurz nach dieser Corona-Infektion, wo ich mir eigentlich unsicher war, ob ich es überhaupt zu dieser WM schaffe. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich turne
meine Übung, hoffe, dass ich da durchkomme, oder ich hoffe es nicht nur, sondern ich nehme es mir fest vor, dass ich durchkomme. Und am Ende hoffe ich sehr, dass ich mich einfach freuen kann, welches Ergebnis oder welche Platzierung es am Ende ist, werden wir rausfinden, aber mehr als das Beste zu tun, kann ich nicht. Dann wünschen wir Ihnen dabei alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.